Die meint den Reinhard May. Na, endlich. Den mag ich nämlich so. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er kannte das Bermuda-Dreieck, der kannte die halbe Welt. Ulla und ich waren 16 und wir waren schon mal bis Bielefeld. Woher er kam, erfuhr wohl keiner von uns beiden. Eines Nachmittags war er eben einfach da. Ein Paradiesvogel feiert in unsere Breite, kam er zu uns ins Eiscafé Venezia. Er ging zur Jukebox und drückte Rita Pavone. Ulla und ich starrten verzaubert zu ihm hin. Ulla und ich aßen Erdbeernuss mit Zitrone und er bestellte Gin Tonic mit reichlich Gin. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Es war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der hatte einen roten Alfa Cabrio mit extra Licht und ich ein altes blaues Moped und Pickel im Gesicht. Er sprach uns an und ich glaub, ich stotterte kläglich. Und Ulla sagte, ihr war ganz weich in den Knien. Wir sahen ihn öfter und bald trafen wir uns täglich. Und bald machten wir keinen Schritt mehr ohne ihn. Wir durften uns in seinem Glanz sonnen und weiden. Bei jedem Fest, bei jedem Tanz waren wir zu dritt. Anfangs nahmen Ulla und ich ihn mit uns beiden. Später nahmen die beiden mich dann nur noch mit. Er hieß Dieter Malinek, sagte, er wäre Journalist. Es war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er kannte Peter Alexander, Ernst Mosch und halb Hollywood. Und ich den Sohn vom Bürgermeister und auch den noch nicht mal. Und er erzählte von den Inseln unter dem Winter, von Java und den Hochebenen von Peru, von Mondfeldern, Zuckerrohr und China-Rinde. Wir hörten ihm mit großen blanken Augen zu. Und eines Morgens dann waren die zwei verschwunden. Ich war nicht einmal überrascht, ich ahnte es längst. Und doch hab ich es lange Zeit nicht überwunden. Verlassen werden tut doch mehr weh, als du denkst. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Es war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der duftete aus jedem Knopfloch nach der großen weiten Welt. Und ich nach mittelmäßigem Schüler mit 3 Mark Taschengeld. Nun, das war gestern vor beinahe 20 Jahren. Manches Mal dachte ich an die zwei längst ohne Groll. Vom Bürgermeister hab ich neulich erst erfahren, dass sie in Carmen eine Kneipe haben soll. Und sie ist nicht in Valparaiso gewesen, auf Java nicht und den Hochebenen von Peru. Ihre Inseln unter dem Winde sind ihr Tresen und die Betrunkenen hören mit glasigen Augen zu. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er kannte das Bermuda-Dreieck, der kannte die ganze Welt. Und ich war damals gerade 16 und schon mal bis Bielefeld.